Wir wollen gleich auch in das Thema einsteigen, die Weltsituation vor der Wiederkunft Jesu. Aber ich möchte gerne vorher noch mal ganz kurz beten. Himmlischer Vater, in dem Namen des Herrn Jesus Christus danken wir dir, dass wir in allem und durch alles doch erkennen dürfen, Jesus ist der Heiland, der uns die ewige Seligkeit anbietet. Wir glauben an dich, Herr Jesus Christus. Und wir möchten dich bitten, Vater, um Jesu Willen und um seiner Zukunft Willen, dass du uns jetzt die Augen öffnest, dass wir sehen die Wunder in deinem Gesetz. Gib Weisheit und Leitung und Herr, wir setzen unsere Hoffnung ganz auf die Gnade. Lass doch dieser Tag auch dazu dienen, dass wir etwas Begleitendes für dieses Jahr mit auf den Weg bekommen. In Jesu Namen. Amen. Die Weltsituation vor der Wiederkunft Jesu. Ich habe gerade dieser Tage, ich glaube gestern ist es gewesen, da war ich im Büro und da bekam ich folgende Meldung zugeschickt, dass jemand schrieb: Deutet man das Weihnachtsseebeben als apokalyptisches Ereignis, könnte man vermuten, dass in der Weltgeschichte eine neue Phase der Endzeit angebrochen ist und Gott die Menschheit eindringlich warnt, sich auf das Finale der Weltgeschichte vorzubereiten. Ich hatte mir schon im Vorspann zu dieser Tagung einiges auch an Material gesammelt, auch einige Aussagen, die ich sehr interessant finde. Zum Beispiel schreibt da jemand: Innerhalb der uns bekannten Menschheitsgeschichte hat es kaum jemals eine Zeit gegeben, in der die Zeichen der Zeit dichter und bedrängter platziert waren als heute. Unsere Welt befindet sich im Umbruch. Der Bibelhistoriker Edmund Jakob schreibt: Die Bibel redet mit einer derartigen Eindringlichkeit vom Eingreifen Gottes in die Geschichte, dass wir unbedingt auf die Zeitzeichen achten müssen, die auf seinen Plan hinweisen. Und ein deutscher Autor namens Rainer Wagner schreibt unter anderem: Wir können die angekündigten Endzeitzeichen, und das finde ich sehr interessant, nicht gelöst von unserer heutigen Zeit betrachten. Das wäre ein ungeistlicher Relativismus dessen, was Jesus gesagt hat. Vieles, was in der Zeitung steht, erklärt sich vom prophetischen Wort der Bibel her. In jedem Fall aber zeigen sie die Vorzeichen seiner Zukunft, dass die Welt reif wird zum Ende. Gerichtsreif, schreibt Rainer Wagner. Und der Bekannte, er hat ja auch schon bei uns gesprochen auf der letzten Osterkonferenz, Rendel Preis, wurde gefragt in einem Interview, ob es nicht spekulativ sei, so sinngemäß oder gefährlich, auf das prophetische Wort der Bibel zu achten und das immer hochzuhalten. Und darauf antwortete er: Ein Drittel der Bibel ist prophetisch. Deshalb bin ich überzeugt, dass es gefährlich ist, die biblische Prophetie abzulehnen. Er hat gerade den Spieß umgedreht. Wir leben in einer Zeit, wo wir nicht spekulativ, nein, aber wo wir auf biblische Prophetie achten müssen. Und wohl dem, der das tut. Vielleicht einige Gedanken vorweg zu diesem Thema, die Weltsituation vor der Wiederkunft Jesu. Ich finde, man hat heute seit einigen Jahren vielleicht, seit wenigen Jahren, verstärkt den Eindruck, dass die Zeichen der Wiederkunft Jesu konkreter werden. Also ich habe mich da auch mit verschiedenen Geschwistern unterhalten und die haben mir das bezeugt und die sehen das genauso und sagen: Norbert, das, was wir heute erleben, das war alles noch jetzt vor dieser Katastrophe, dieser grausamen Flut. Man hat tatsächlich den Eindruck, die Zeichen zur Wiederkunft Jesu sind konkreter, sie werden dichter, sie werden packender, greifender, verstehen Sie? Hinweisend
auf die nahe Möglichkeit einer bevorstehenden Apokalypse. Egal, ob das auf technologischem, wirtschaftlichem, moralischem, ethischem Gebiet ist, in Bezug auf Israel, die Suche nach Frieden, die Entwicklungen in Europa, ja, oder überhaupt in dieser Welt. Man merkt, die Zeit ist da. Es scheint jetzt in immer kürzeren Abständen oder schnelleren Schritten diesen letzten Ereignissen der Apokalypse entgegenzugehen. Ich habe mir natürlich ganz praktisch mal die Frage gestellt, weil man wird ja immer wieder damit konfrontiert. Es gibt ja viele Menschen, die doch mehr oder weniger keinen Bezug zur Prophetie der Bibel haben, zu den Endzeitsaussagen. Und die kommen dann oft auch immer wieder mit den gleichen Argumenten. Die sagen zum Beispiel, naja gut, das, was der Herr Jesus da zum Beispiel sagt oder die Bibel da schreibt in den sogenannten Endzeitsreden, das hat es doch immer schon gegeben. Damit wird man doch immer wieder konfrontiert, oder nicht? Geht Ihnen doch wahrscheinlich auch so. Und tatsächlich, ich habe mir jetzt einmal Zeit genommen und auch versucht, vor dem Herrn zu überlegen, darüber nachzudenken und Ihnen das auch mal zu sagen. Herr, was ist denn das eigentlich da? Ja? Tatsächlich, sehen Sie, ich habe mir die Frage gestellt, warum redet zum Beispiel der Herr Jesus von Verführungen, von Kriegen, von Auseinandersetzungen, Erdbeben, Unruhen, Seuchen, wenn es diese Zeichen immer schon gab? Und er nennt sie als Zeichen, als unmittelbare Zeichen, die ankündigen, dass nun die Zeit da ist, in der er zurückkommt. Und dann habe ich mich gefragt, ja, diese Zeichen gab es immer schon. Und das hast du doch auch gewusst. Das hat doch Jesus auch gewusst. Warum hat er sie uns dann gegeben? Ich denke, der Schlüssel liegt darin, oder zumindest habe ich ihn unter anderem, es mag andere Gründe geben, aber für mich darin gefunden, dass der Herr Jesus über eine ganz spezielle Zeit spricht, in der es der Welt universal möglich sein wird, in ungeahnter Vielfalt diese Dinge mitzubekommen. Er nennt Zeichen, die es immer schon gab, aber er will damit sagen, wenn eine Zeit eintrifft, wo du das auf jedem Punkt dieser Welt mitbekommen kannst, innerhalb, ich sage jetzt mal mit meinen Worten, wenigen Minuten. Das ist das, was ich meine. Sehen Sie, zum Beispiel, das fällt ja direkt auf aus der Endzeitsrede auf dem Ölberg, wenn Jesus sagt, denn es werden viele in meinem Namen kommen. Ja, viele verführen, viele werden Anstoß nehmen. Die Gesetzlosigkeit wird Überhand nehmen. Oder die Liebe wird in vielen erkalten. Oder das Evangelium wird in der ganzen Welt verkündigt sein, beziehungsweise verkündigt werden. Ja, da wissen wir, welche Zeit er meint. Oder wenn er darüber spricht und er sagt, er werdet von Kriegen, Kriegsgerüchten, Auseinandersetzungen, ihr werdet davon hören können. Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben hin und her, da und dort. Und dann sagt er ja, dies alles ist der Anfang der Wehen. Und wir wissen ja aus der Offenbarung, dass die Wehenzeit den ganzen, also gesamten Globus betrifft, nicht wahr? Also diese Zeit spricht der Herr Jesus an, Evangelium, alle Nationen zum Zeugnis, dem ganzen Erdkreis wird das Evangelium verkündigt werden. Zum Beispiel, wir leben heute in einer Zeit, wo alle Nationen mit dem Evangelium erreicht sind. Alle Nationen sind erreicht. Auch wenn auch nicht jede Sprache erreicht ist. Aber das sagt der Herr Jesus ja nicht. Er sagt ja nicht, dass jede Sprache erreicht sein muss. Oder jeder Stamm, sagt er auch nicht. Er sagt jede Nation. Ja? Alle Nationen sind heute rund um den Erdball mit dem Evangelium erreicht. Also, Jesus will damit meines Erachtens sagen, ihr werdet hören, darin steckt ja der Begriff von Information, Meldung, Katastrophenmeldungen, Nachrichten, Benachrichtigung, ja, ihr werdet hören. Durch modernste Kommunikationsmittel heute und Medienübertragung ist es möglicher denn je, noch so entfernteste Auseinandersetzungen mitzubekommen. Bilder, Nachrichten, Informationen, die Möglichkeit des Hörens und des Mitverfolgens
Von Katastrophen, Unglücken, Erdbeben, Krankheiten haben wir wenige Stunden später bis ins kleinste Detail mitten im Wohnzimmer. Ruckzuck. In einer solchen Flut, dass wir die Ereignisse kaum noch verarbeiten können. Also denke ich, dass das unter anderem ein Schlüssel ist, der dazu beitragen kann, das zu verstehen. Wir leben heute in der Zeit, wo wir alles mitbekommen, alles, was auf diesem Erdenrund passiert, alles. Und das meint der Herr Jesus. Um der Ereignisse willen, die in den letzten Tagen passiert sind, in der letzten Woche, kann ich jetzt unmöglich alles so durchnehmen, wie ich das eigentlich ursprünglich mal vorgehabt habe. Ich werde manches um der Zeit willen auch verkürzen müssen oder nur streifen können. Ich möchte Ihnen aber noch einmal dieses Buch sehr ans Herz legen, weil hier haben wir mehr oder weniger auch alles drin. Das, was ich jetzt nur streife oder vielleicht sogar um der Zeit willen auslasse, die Ölbergrede Jesu, Zeichen seiner Zukunft. Hier haben wir manches dann schriftlich veröffentlicht, dass Sie das nochmal nachschlagen können. Aber streifen tue ich es wohl. Ich habe insgesamt 14 Punkte ausgearbeitet unter diesem Thema die Weltsituation vor der Wiederkunft Jesu. Aus der Ölbergrede, Jesus spricht zum Beispiel von Verführung in nie dagewesenem Maß. Wenn ich alleine daran denke, dass der Toronto-Segen 50.000 Gemeinschaften erreicht hat und die Menschen sich schlimmer benahmen als Tiere. Wenn ich daran denke, dass hier ein Buch erschienen ist von CTL, Kooperation der Krishona, Tabor und Liebenzell. Das Buch hat geschrieben Dr. Hempelmann aus Liebenzell, ist aber von dieser Kooperation herausgegeben worden. Da sagt er zum Beispiel, wir können auch von Theologen, die eine gemäßigte Bibelkritik vertreten, viel lernen. Oder die Bibel ist das Wort Gottes, genau genommen und provokativ formuliert, ist das ein bibelkritischer Satz. Komisch, ne? Sie sagen, die Bibel ist Wort Gottes, und da sagt er, dann ist das Bibelkritik, was Sie üben. Er sagt, dass die Schöpfungstage in 6x24 Stunden geschaffen sind, können wir so nicht vertreten. Die Bibel bezeugt, Wort Gottes zu sein, ob sie es ganz und wirklich ist, ob hinter ihr tatsächlich der lebendige Gott steht, das können wir nicht entscheiden. In einem Buch von CTL, Kooperation dreier theologischer Seminare, Krishona, Tabor und Liebenzell. Moderne Theologie bis in die evangelischsten Kreise hinein. So weit sind wir schon. Ja, Verführung. Kriege und Kriegsgerüchte. Jesus sagt, ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Auch das möchte ich jetzt nur streifen. Seht zu, Erschrecknis, das muss zuvor geschehen. Das ist noch nicht das Ende. Das wissen wir ja auch, dass die ersten beiden Weltkriege in diesem Maß waren notwendig, sie mussten geschehen, waren aber noch nicht das Ende, weil sie dazu beitrugen, dass der Staat Israel gegründet wurde. Der Erste Weltkrieg zum Beispiel bereitete ein Land, Palästina, in Anführungsstriche, vor für ein Volk. Der Zweite Weltkrieg bereitete das Volk für das Land vor. Ja, kommen Sie mit? Ungefähr, ne? Gut, wie gesagt, ich streife das nur, doch es heißt, seit Ende des Ost-West-Konflikts soll die Steigerung der Bürgerkriege bei 100% liegen, seitdem der Ostvorhang, der eiserne Vorhang gefallen ist. 400.000 Wissenschaftler sind zurzeit dabei, neue Waffensysteme zu erarbeiten. 400.000 Wissenschaftler. Alles dreht sich um Krieg. Die ganze Welt. Und wir bekommen es hautnah mit, oder? UNICEF berichtet, dass Regierungen heute in 4 Tagen mehr Geld für Rüstungszwecke ausgeben, als sie in einem ganzen Jahr ausgeben, um ihren Nächsten zu helfen. Der jährliche Haushalt zum Beispiel von UNICEF, der jährliche Haushalt von UNICEF beläuft sich auf 75 Millionen Dollar Budget. Die Herstellung eines U-Bootes kostet 125 Millionen Dollar. Dann spricht der Herr von Hungersnöten. Er sagt, und es werden Hungersnöte sein an verschiedenen Orten, auch da,
Das 20. Jahrhundert wird bezeichnet als das Jahrhundert der Hungersnöte. Man schätzt, dass zurzeit 30 Menschen pro Minute verhungern. Alle 2 Sekunden, ne? Wenn man das umrechnet, ein Mensch. 1, 2, einer ist verhungert. 3, 4, einer ist verhungert. Ich weiß nicht, ich meine, ich rechne, ich glaube, wir glauben, doch Sie auch, wir glauben an einen Gott, der da ist, der real ist, der diese Welt unter Kontrolle hat. Es geschieht kein Unglück in der Stadt ohne ihn. Ja, wenn da diese Heuschreckenplage gekommen ist, das war ja auch so etwas wie so eine Vorwarnung, so ein Schlag gegen den Buck, nicht wahr, unseres Hochmuts. Wie schnell ist eine apokalyptische Erfüllung möglich? Das will Gott uns zeigen. Die meisten Zeichen der Endzeit gehören ja in die große Trübsal. Aber das sind Vorschatten natürlich, sie werfen ihre Schatten voraus. Die Nachrichtensprecher haben ja gesagt, die Heuschreckenplage hat apokalyptisches Ausmaß. Das hat es ja also praktisch nie gegeben in dieser Art und Weise. Westafrika, die Sahelzone, Marokko, Libyen, Ägypten, der Süden Israels bis zu den Kanaren. Schäden in hunderten Millionen Höhen. Und man sagt, das ist noch nicht gebannt. Es könnte sein, dass es nächstes Jahr schlimmer wird. Aber auch über den Westen ziehen sich die Gewitterwolken zusammen. Denn ich habe gelesen, die USA können sich längst nicht mehr selber versorgen. Sie müssen immer mehr importieren und die laufenden Importe weiter erhöhen. Und die Ernte in Europa ist um ein Drittel gesunken. Im Internet hat die deutsche Bundesregierung ein Portal geschaltet, ich habe das Internetprogramm hier, die Nummer, in dem jeder Bürger aufgefordert wird, Vorräte anzulegen. Als Gründe werden nahe bevorstehende Terroranschläge oder Seuchen oder Katastrophen, Unglücke oder vor allem, man rechnet mit Anarchismus, dass die Leute irgendwann auf die Straße gehen, weil sie mit der Regierung nicht mehr einverstanden sind und alles plündern. Die großen Probleme in Deutschland, ja. Dann, okay, Seuchen. Jesus sagt, sind ja seine Worte, er will uns ja ansprechen, er will uns ja erreichen. Die Elberfelder Bibel sagt sogar wortwörtlich, Matthäus 24,7, sagt der Herr, und Pest wird sein an verschiedenen Orten. Ja, die Wissenschaftler sprechen tatsächlich von der Rückkehr der Seuchen. Auf nahezu jedem Gebiet, Tuberkulose, Malaria, Cholera, Gelbfieber, Infektionskrankheiten. Aber was natürlich uns ganz besonders trifft, das ist die Seuche tatsächlich AIDS. Und da heißt es, man will das ja in den Griff bekommen, aber es heißt, dass im Jahr 2004 sich das AIDS-Virus so schnell verbreitet hat wie nie zuvor. 4,9 Millionen Menschen haben sich neu infiziert letztes Jahr, 100.000 Menschen mehr als das Jahr zuvor. Auf allen Kontinenten, auch jetzt wieder in der Schweiz, steigt die Zahl der Neuinfizierten. Alle 6 Sekunden infiziert sich ein Mensch an AIDS. 16.000 Menschen pro Tag. Aber das Interessante ist, ich habe gelesen, und das habe ich mir notiert, der Virologe und Chef des Robert-Koch-Institutes, Reinhard Kurt, klagt, dass AIDS die größte medizinische Katastrophe der Neuzeit ist. Und er sagt wortwörtlich, vergleichbar höchstens mit der Pest, sagt der Mann. Da habe ich gedacht, puh. Jesu Worte sind so aktuell. Sie können die Zeitung daneben legen. Ich verstehe das nicht, man will ihn immer wegschieben, ja, man will ihn nicht mehr. Jetzt über Weihnachten wird über alles klingel, bim, bim, bim und bum und bam. Aber nicht über den Namen Jesu. Der Name Jesu darf Weihnachten nicht mehr fallen. Ja? Die Menschen suchen sich einen Ersatz für Weihnachten und fliegen auf die Malediven. Bloß weg! Damit will ich nichts mehr zu tun haben mit Weihnachten. Ja? Und Gott sagt, und ich krieg euch doch.
Jesu Worte sind aktuell. Er ist der Mann, liebe Geschwister, der von Gott eingesetzt ist, Apostelgeschichte Kapitel 17, um wiederzukommen und die Menschheit zu richten. Weil er ihre Sünden getragen hat. Weil er auch der ist, der dazu eingesetzt ist, uns das Evangelium zu bringen in seinem Leib, mit seiner Botschaft. Aber er hat gesagt, am Ende der Tage wird es unter anderem so und so sein und auch Seuchen in der Art von Pest. Hepatitis, wussten Sie, dass in Deutschland, man hört davon sehr wenig, aber Hepatitis ist fast verbreiteter als AIDS. Allein in Deutschland leben 800.000 infizierte Hepatitis-Menschen oder Empfänger oder wie man sagt. Allergien. Die Hautärzte, die schlagen Alarm, die sagen, das ist explosionsartig, was da vor sich geht. Depressionen. Inzwischen sind 30%, so schätzt die UNO, der Weltbevölkerung an irgendeiner Form von seelischen Leiden erkrankt. 30%. Das ist ja fast ein Drittel, ne? Ja, und dann natürlich Matthäus 24,7, und es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben an verschiedenen Orten. Andere Übersetzungen sagen hin und her, hier und dort. Aber das Atemberaubende ist, dass der Herr Jesus jetzt anführt, nachdem er die Erdbeben erwähnt hat, dies alles ist der Anfang der Wehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Ich vermag nicht zu sagen, ob das jetzt soweit ist. Da stecke ich nicht drin, aber dass das jetzt Apokalypse war, das haben wir, glaube ich, alle gemerkt. Und auch da, wie aktuell das Wort unseres Herrn ist, wie buchstäblich. Erdbeben, das ist der Wehenanfang. Südostasien, na gut, warum eigentlich? Warum ist dieses Erdbeben geschehen? Wissen Sie, da dürfen wir jetzt nicht mit richtendem Finger auf Menschen zeigen. Da gibt es Meinungen, die sagen, na, das ist alles Islam und so weiter und deshalb. Oder die sind da besonders gottlos. Also da müssten wir in Europa, in Mitteleuropa schon lange ausradiert sein. Ja, also das hat damit nichts zu tun. Gott ist ein souveräner Gott. Ja? Warum hat es gerade, die Bild-Zeitung hat geschrieben, wie lässt die Natur das zu, ausgerechnet da in Südostasien, im Ferienparadies und so weiter und so fort. Ich denke, es ist mühselig, da Antworten zu suchen. Jemand hat geschrieben, das finde ich allerdings nebenbei jetzt mal erwähnt, interessant, bei allem Fragen nach den Ursachen einer solchen Katastrophe sollte nicht unerwähnt bleiben, dass Christen in Indonesien in großer Furcht vor weihnachtlichen Angriffen gelebt haben. Schon Wochen zuvor hatten ältere indonesische Islamisten ihre jungen Glaubensbrüder zum bewaffneten Dschihad aufgefordert und 1000 Köpfe von Christen verlangt. Dennoch glaube ich nicht, dass deshalb jetzt dieses Erdbeben dort geschehen ist. Aber vielleicht eine zumindest tastbare Antwort vielleicht ist eben die, was ich eben angedeutet habe. Gerade Indonesien, die Malediven, Thailand und so weiter, diese Region, die es jetzt getroffen hat, steht als Synonym oder als Ersatz für Weihnachten. Und das ist ja jetzt gerade Weihnachten passiert. Ausgerechnet Weihnachten passiert. Das ist ja nur wirklich, ja? Schlimm. Die Menschen hier, gerade in Europa, gerade die Europäer, die sagen, Weihnachten, leck mich an die Schuhe oder an die Füße, wie sagt man, ja? Ich will weg hier. Ich will nichts zu tun haben mit diesem ganzen Bimbam. Früher war das Schnee und das war so schön und Familienfest. Nein, weg, weg, weg. Ich will so weit weg von Weihnachten, so weit weg von Jesus, dass ich an einem Ort bin, in der Sonne liege, wo mich das alles nicht mehr interessieren muss. Und ausgerechnet diese Europäer, natürlich nicht alle, sind da viele Christen darunter, aber es ist, als wenn Gott sagen würde, hört mal Leute, das ist nämlich die Situation, die Stimmung in der ganzen Welt, weg von Jesus. Und es ist, als wenn Gott unserer Welt zeigt und genau da anpackt und sagt, hört mal, ihr lauft in euren Grab ohne meinen Sohn.
Das ist der Höhepunkt. Und darum kommt die Apokalypse. Warum kommt die Apokalypse? Weil man den Sohn ablehnt. Das ist der größte Fehler, den wir machen können. Das ist das Schlimmste, die größte Katastrophe, die ein Mensch begehen kann, ist, ja, Peter hat es gelesen, Hebräer Kapitel 12, seht zu, dass ihr den nicht abweiset, der da redet. Gott wird die Welt erschüttern. Ja, Hebräer Kapitel 12, genau so steht es da. Gott wird nochmal die Welt erschüttern. Sogar, das ist auch, ich meine, das fand ich jetzt wirklich interessant, da schreibt sogar der Tagesanzeiger, der Zürcher Tagesanzeiger, und der schreibt ja normalerweise solche Dinge nicht, aber der schreibt, sogar der Zürcher Tagesanzeiger schreibt, der Natur Schuld zu geben ist bequem. Und dann schreiben die hier, ganz buchstäblich waren es Ferienparadiese. Zehntausende Touristen aus wohlhabenden Ländern wollten Sonne und Erholung tanken in Regionen dieser Welt, die dafür wie geschaffen zu sein scheinen. Palmen, Strand, Romantik, Exotik und durchaus auch Erotik. Der Speer der Ausbeutung ist unendlich lang. Menschenhandel, Prostitution und Sex mit Minderjährigen ist nur die blutige Spitze. Das ist, als wenn Gott ein Zeichen setzt, versteht ihr? Hier macht man es vielleicht versteckt über Internet, das ein oder andere kommt ans Licht und dann denken die Leute, ja, dann reisen wir da irgendwie nach Indonesien und da können wir dann leben, wie wir wollen, so ein paar Wochen mal. Ja? Nicht alle natürlich. Aber es ist so eine Tendenz und dann schreiben die, das klingt hart, hämisch gegenüber den Betroffenen und doch stößt es mit aller Härte auf einen Zusammenhang, den wir durch die Art und Weise, wie wir landläufig über Katastrophen reden, um nichts aus der Welt sehen wollen, über unsere individuelle Mitverantwortung am kollektiven Schicksal unserer Welt. Schreibt ein Weltmensch. Schreiben nicht die Christen. Schreibt ein Weltmensch. Also da kamen ja jetzt wirklich Dinge zusammen. Erdbeben, Brausen des Meeres und die Ratlosigkeit der Völker. Ja? Also das war ja, man hätte das am Anfang ja nie gedacht. Da hieß es mal 2000 Tote. Einige Stichpunkte aus den Medien und Aussagen von Politikern. Inzwischen rechnet man mit 150.000 Toten. Man ist aber noch lange nicht am Ende. Es werden immer noch Zehntausende vermisst. 5 Millionen Menschen sind obdachlos und abgeschnitten von jeder Versorgung. Ich hörte eben noch, sagte mir jemand, dass in gewissen Gebieten oder Inseln buchstäblich 1/3 der Bevölkerung ausradiert ist. Es ist das schwerste Erdbeben aller Zeiten. 8,9 auf der Richterskala. Die UNO sagt, die größte Naturkatastrophe aller Zeiten. Deutscher Außenminister sagt, Jahrhundertkatastrophe. In einem Gebiet, das als relativ erdbebensicher galt. Man kann vor Gott nicht weglaufen. Und diesmal, Peter hat das schon diesen Gedanken erwähnt, diesmal trifft es nicht nur eine weit entfernte Welt, sondern quasi die ganze Welt. Die deutsche Regierung sagt, das, was jetzt in Indonesien passiert ist, ist für Deutschland die größte Nachkriegskatastrophe. Und ist gar nicht in Deutschland passiert. Die Schweiz ähnlich, habe ich gestern gelesen. Es bedeutet für die Schweiz die größte Katastrophe seit was weiß ich wie vielen Jahren. Nicht wahr? Und die waren alle ratlos. Die Politiker, die Außenminister, der Französische ist gerade hingeflogen, der Deutsche ist erstmal hier geblieben, aber die stehen da und zucken nur mit den Achseln und sagen, ja, im Moment sind wir ratlos, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Wir können das nicht mal alles einschätzen, was da passiert ist. Indonesien, Sri Lanka, Indien, Thailand, Somalia bis nach Ostafrika. Malaysia, Malediven, Birma, Tansania, Bangladesch und so weiter, noch gar nicht alles. Und mit betroffen ist Frankreich und England, Italien, Schweiz, Österreich, Deutschland, Niederlande, Schweden, Dänemark, Israel. Um die 550 vermisste Israelis. Die ganze Welt ist mit eingenommen in dieses gewaltige Drama. Wir können es uns nun vorstellen, vielleicht dient es dazu und muss einfach dazu dienen. Und das am Ende eines Jahres und zu Beginn eines neuen Jahres. Wir können es uns nun vorstellen, wie die Aussagen der Bibel
über die Apokalypse für eine ganze Menschheit über Nacht wahr werden können. Und wir fühlen uns so sicher. Das Ganze ist wie eine gewaltige Vorwarnung Gottes. Ein ZDF-Reporter meinte deshalb auch in einem Kommentar, das ist Endzeit. Haggai 2 hat Peter zitiert, Vers 6 und 7. So spricht der Herr der Heerscharen, noch einmal wenig Zeit ist es noch, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern, dann werde ich alle Nationen erschüttern. Haben wir das nicht? Und die Parallele ist eben Hebräer Kapitel 12. Dann werde ich alle Nationen erschüttern. Ja, was haben wir denn jetzt? Sind doch alle erschüttert. Biblische Prophetie ist so aktuell, so greifbar, wirft so ein helles Licht auf unsere Zeit. Und wir suchen irgendwo Lösungen oder Erklärungen und so weiter und so fort, nur nicht im Wort Gottes. Ja? Und unsere allso klugen Sektenbeauftragten, die wissen ja alles besser. Die wissen ja alles besser und die wissen ja auch an allem so gut rumzukritisieren, nicht wahr? Aber dann sollen sie uns mal eine Antwort geben. Eine Antwort sollen sie uns geben, die wir verstehen können, die uns Hoffnung bietet. Die Bibel tut das nämlich. Die Bibel bietet uns Hoffnung. Ich fand das so herrlich. Heute Nachmittag, zufällig habe ich das noch gelesen, hier in einem Buch. Kein Buch ist so nah am Menschen wie die Bibel. Die Bibel macht Gott groß, ohne den Menschen klein zu machen. Das ist ohne Beispiel in den Weltreligionen. In einem Bericht war zu lesen, dass das Meerbeben im Indischen Ozean die Erdachse um 8 bis 10 Zentimeter verschoben hat. So, dass die Tage dadurch eine andere Zeit erhalten haben. Zwar nur Millisekunden, aber es ist da. Und wenn man da mal, ich habe das jetzt natürlich gemacht, ich kann das jetzt nicht alles erwähnen, aber wenn Sie da mal lesen, in Prophetie, was Endzeit betrifft, nicht irgendwann, die Erde wird taumeln. Oder Nahum hat er ja gelesen, der Peter, vielleicht erwähne ich das nochmal. Das Land hebt sich empor vor seinem Angesicht, der Erdkreis samt allen, die darauf wohnen. Das Land hebt sich empor vor seinem Angesicht. Da heißt es, Moment, da habe ich auch noch was gefunden hier irgendwie. Nee, hat mir einer zugeschickt hier aus einer Zeitung. Da heißt es, das Megabeben brachte sogar die Erdachse kurz ins Wanken. Das Beben war sogar noch in Deutschland messbar. An der Station Rüdesdorf bei Berlin hob und senkte sich der Boden um bis zu 13 Millimeter. Das Beben hat eine Sprengkraft gehabt, jemand meint von 130.000 Hiroshima-Atombomben. Also das ist unwahrscheinlich. Wie die Bibel uns das aber auch erwähnt, Gott, ein Gott, den wir zu fürchten haben, Gott lebt. Vor seinem Angesicht, ich hebe die Erde wird taumeln. Ich hebe den Erdkreis empor. Vor einem Mann, Jesus Christus, der dazu eingesetzt ist, die Welt zu richten, aber der zuerst gekommen ist, sie zu lieben, zu vergeben, zu retten, zu erlösen. Dann habe ich einen anderen Punkt, der auch interessant ist, nämlich der Zusammenhang zwischen dem Irak-Krieg und der Endzeit. Wir haben ja verschiedentlich darauf aufmerksam gemacht. In Jesaja 13 spricht die Bibel über Babylon, das heutige Irak, aber spricht über eine Zeit, die sich damals in Babylon nie so erfüllt hat, aber in unseren Tagen ist das aktuell geworden. Roger Libby hat auch hier und da darüber gesprochen, wir haben auch mal Artikel darüber veröffentlicht. Da heißt es in Jesaja 13, 4 und 5, horch, Getümmel auf den Bergen in Bezug zu Babylon, also Irak, ja, heute, wie von einem großen Volk, horch, Getöse von Königreichen, von versammelter Nationen, UNO, Vereinte Nationen. Der Herr der Heerscharen mustert ein Kriegsheer, aus fernem Land kommen sie vom Ende des Himmels. Das betraf nicht damals Babylon, ja, das waren die Perser, die waren gerade Nachbarland. Vom Ende des Himmels kommen sie, aus fernem Land, vereinte Nationen, um dieses Land, dieses Babylon, heute Irak zu überfallen.
Und dann beschreibt der Prophet Jesaja, wie das geht. Und auf einmal schlägt er eine Brücke. Ganz plötzlich. Mitten im Gespräch über den Irak, Babylon, schlägt er die Brücke und sagt, einen Vers später, heult, denn nahe ist der Tag des Herrn. Er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen, Vers 11, und ich werde am Erdkreis, ganze Welt, vom Irakkrieg, ja, in dieser Zeit, wo der Irak angegriffen wird von den Vereinten Nationen, denn nahe ist der Tag des Herrn, und ich werde am Erdkreis die Bosheit heimsuchen, an den Gottlosen ihre Schuld. Ich werde den Anmaßung der Stolzen ein Ende machen und den Hochmut der Gewalttätigen erniedrigen. Darum werde ich die Himmel erzittern lassen und die Erde wird aufbeben von ihrer Stelle beim Grimm des Herrn der Heerscharen und am Tag seiner Zornglut. Ist das nicht interessant? Dieser Zusammenhang oder diese Brücke? Jemand sagte mir am Telefon, Norbert, in Bezug dieses Erdbebens, dieser Sturmflut, wer jetzt nicht hören will, der wird gar nicht mehr hören. Interessant ist folgende wissenschaftliche Beobachtung, die ich mir auch schon vorher aufgeschrieben hatte. Die modernen seismischen Aufzeichnungen machen ein Phänomen sichtbar, heißt es in einem Bericht, nämlich ein wehenartiges Auftreten der Erdbeben. Die weltweite seismische Aktivität, heißt es, zeigt ein Auf und Ab. Der Geologe Stephen Austin meint, es sieht eher aus, bezüglich der Erdbeben, es sieht eher aus wie ein Warten auf die Geburtswehen. Wann kommt ein neuer globaler Anstieg der Erdbeben? Und Jesus sagt, Erdbeben an verschiedenen Orten, dies alles ist der Anfang der Wehen. Ja, es geht ja dann noch weiter, dass der Herr davon spricht und sagt, das sind ja Dinge, die haben wir jetzt schon fast vergessen im Vergleich mit dem, was gerade passiert ist. Lukas 21 sagt er, und auf Erden Angst der Völker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen, da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll, denn die Kräfte des Himmels werden in Bewegung geraten. Sehen Sie mal, das Jahr 2004 ist ja schon zum neuen Rekordjahr der Katastrophen ausgerufen worden, bevor das Beben jetzt in Südostasien passiert ist. Also die schreiben Flutkatastrophen in Haiti und der Dominikanischen Republik, Sturmschäden in den USA und Japan, 4 Hurrikane hintereinander in Amerika, der erste überhaupt in Brasilien, der schlimmste Taifun seit 48 Jahren in China, über 20 Hurrikans in Japan, die an Stärke unübertroffen sind. Man zählte 2004 300 Katastrophen mit 21.000 Toten und Schäden von über 105 Milliarden Dollar. Ohne die jetzige Katastrophe. Tosen des Meeres. Ist interessant. Und auf Erden Angst der Völker, Ratlosigkeit und dann diese Verbindung bei dem Tosen des Meeres und der Wellen. Das spielt tatsächlich eine Parallele, eine Verbindung, denn eine zunehmende Ratlosigkeit in den Regierungen ist zu verspüren. Die Wirbelstürme und Sturmfluten sind eine Reflexion für das Tosen des Völkermeeres und für die Angst der Menschen. In einem Sternartikel heißt es, die Angst ist zur Volkskrankheit geworden. Angst wird zur Pest des Zeitalters der Globalisierung, heißt es. 4,5% der schweizerischen Bevölkerung befindet sich allein wegen psychiatrischer Probleme in einer Therapie. Die Illusion der Völkerwelt bringt ein Gedichtvers so zum Ausdruck. Das eilende Schiff, es kommt durch die Wogen wie Sturmwind geflogen, voll Jubel ertönt's vom Mast und vom Kiele, wir nahen dem Ziele.
Der Fährmann am Steuer spricht traurig und leise. Wir segeln im Kreise. Das ist es. Jemand sagt, unsere Tage lassen erkennen, dass die Menschheit am Ende der Fahnenstange angekommen ist. Hans Knut vergleicht die Weltsituation mit der sinkenden Titanic und meint, noch tanzt die Oberschicht in den feinen Salons, während schon die Ersten sterben. Und Giscard d'Estaing, dieser Franzose, der große Franzose, erklärt, die Welt ist unglücklich, weil sie nicht weiß, wohin sie geht und weil sie ahnt, dass wenn sie es wüsste, sie entdecken würde, dass sie in ihr Unglück läuft. Und Otto Dibelius schreibt, ein Volk ohne inneren Halt wandert seinen Weg durch Nacht und Grauen. Unserer Welt fehlt Jesus Christus. So einfach ist das. Es ist kein Halt da. Es ist kein Anker mehr da. Und das hat der Jesus natürlich gewusst. Und darum hat er das gesagt. Auf Erden Angst der Völker und Ratlosigkeit. Wir haben kein Patent mehr. Beim Tosen des Meeres und der Wogen. Die Menschen werden in Ohnmacht sinken vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Und die sagen ja jetzt, ja, was ist denn noch alles möglich mit unserer Welt? Ja? Was ist denn noch alles möglich? Und es ist kein Halter. Dabei ist Jesus Christus der, der Erlösung schenken kann. Und warum passieren diese Dinge? Wissen Sie, das war für mich ein Kampf. Glauben Sie mir das, die ganze Vorbereiterei. Und man kennt sich ja auch selber und alle eigenen Schwachheiten und so weiter. Und man will ja auch ermutigen. Aber irgendwo, denke ich, gehört zur Ermutigung auch da, dass wir einfach den Mut haben, Ermutigung, die Wahrheit beim Namen zu nennen. Wir müssen einfach die Dinge, die auch nicht gut sind, wir müssen sie zitieren, wir müssen es sagen. Denn nur, dass wir wirklich da wachgerüttelt werden. Und das war mein Gebet auch für diese Tagung. Herr, schenke uns, wenn das auch Statistiken sind, die wir mehr oder weniger kennen, aber schenke, dass wir wach werden, dass wir Standortbestimmung bekommen, dass wir erkennen, du greifst ein in unsere Weltgeschichte. Auch wenn wir nicht wissen, wann er kommt. Aber die Alarmzeichen stehen auf Rot, ja? Es ist wie am Bodensee, wenn plötzlich die Lichter kommen. Wo man dann sagt, kommt Leute, verzieht euch, kommen nachher die Böen auf, ja? Lasst euch retten. Und da sind wir natürlich, da sind wir dann auch beim Abfall. Jesus sagt in Matthäus 24, 10, dann werden viele abfallen und werden sich einander verraten. Das meiste gehört dann in die große Trübsal unter dem antichristlichen Reich, aber das hat natürlich auch seine Vorboten. In der Schweiz hat sich die Zahl der Konfessionslosen seit 1970 mehr als verzehnfacht. Das bleibt doch nicht ohne Auswirkung. In einem christlichen, reformatorischen Land, verstehen Sie, Schweiz, da steht Schweiz, das können Sie auf Deutschland genauso legen oder auf England oder Frankreich, noch schlimmer. In der bisher größten repräsentativen Internetumfrage in Deutschland durch ZDF und verschiedene andere durchgeführt, bezeichnen sich nur noch 39% der Deutschen als religiös. Und auf die Frage, wem sie am meisten vertrauen, da kam die überwältigende Antwort, den gelben Engeln von ADAC. Die deutsche vom Staat unterhaltene Militärseelsorge, das ist also Staat, ja? Hat ein Gebetbuch angeschafft, das Gebete für Christen, Juden und Muslime enthält. Und in der Einleitung heißt es, es ist dasselbe eine Gott, an den Juden, Christen und Muslime glauben. Und dann steht im Vorwort, man habe bewusst auf Gebete an den Herrn Jesus verzichtet. Auch das Gebet zu einem dreieinigen Gott kommt darin nicht mehr vor. In Solothurn will man den Dank-, Buß- und Bettag abschaffen. Warum? Das ist ja noch das Tollste, weil dann die Messe, die da zur gleichen Zeit stattfindet, einen Tag schließen muss. Ja? Dann sagt man sich, ja na gut, im Bundesrat da irgendwo ist das schon beschlossen, aber das Volk muss es noch bestätigen, das ist noch nicht so passiert. Aber dass man das schon tun will. Die liberale Theologie heute verwirft alle Grundlagen des Christentums. Alle Tatsachen der Heilsgeschichte werden verdreht. Der Glaube an Gott und an Gottes Wort wird systematisch und bewusst zerstört.
Dagegen aber ist zu lesen, wer im Internet etwas über Hexen sucht, wird im Nu über 1 Million Fundstellen repräsentiert bekommen. Der Hexenkult blüht, Okkultismus erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Die Esoterikabteilung in Buchhandlungen sind mit das Vielfache größer als die zum christlichen Glauben. Auf den Schiffen der britischen Royal Navy darf von jetzt an auch der Satanismus praktiziert werden. Hier habe ich noch mehr, in dem Buch habe ich noch mehr, so ein paar Dinger da und anderes habe ich vorbereitet. Normalerweise, ich muss mir vorstellen, das sage ich jetzt mal nebenbei. Normalerweise, wenn ich mich vorbereite, habe ich ein Manuskript von zwischen 12 und 15 Seiten. Ich hatte mich vorbereitet, 70 Seiten. Können Sie sich vorstellen, was ich jetzt, das ist ja nur ein Klacks hier, ja? Aber es gibt so viele Fakten. Ja? Machen wir bis 3. Januar weiter. Ne? Aber geht nicht, geht einfach nicht. Geht nicht. Bei der Einweihung der Abdankungskapelle auf dem Friedhof von Rien bei Basel hat man bewusst auf ein Kreuz im Innenraum verzichtet, auf Rücksicht auf die Gefühle Andersgläubiger. Ja, der heutige Abfall wird natürlich seinen Höhepunkt im Auftreten des Antichristen finden und darin einmünden. Ernst Jünger hat nämlich diesbezüglich mal gesagt, die Abschaffung Gottes führt nicht ins Vakuum. Die verlassenen Altäre werden von Dämonen bewohnt, sagt er. Unsere Welt wird ja dämonischer. Ihn, Antichrist, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt. 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 9 und 10. Ich hätte hier noch den Terrorismus, wo der Herr Jesus sagt, auch Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel wird es geben. Roger Libby legt das griechische Wort für Schrecknisse, für Betra, aus und sagt, das bedeutet schreckliche Ereignisse, Schreckmittel, Terror. Das Wort leitet sich ab von dem Begriff Furcht, Terror, Terrorisieren, Furcht einflößen. Und Michael Drosnin schreibt, das finde ich interessant, er hat das so geschrieben in einem Buch, ich habe das jetzt nur so abgeschrieben, ich konnte das nicht prüfen. Die Wurzel des Wortes Terrorismus ist eine überaus wichtige Bedeutung. Im Talmud und im Midrach kommt genau dieser Ausdruck gemeinsam mit dem Ende der Tage vor. Er bedeutet das Leiden am Ende der Tage, aber auch die Geburtswehen am Ende der Tage und bezeichnet die Zeit vor der Ankunft des Messias. Gleichzeitig bezieht sich der Ausdruck auf den Moment in der Geschichte Israels, in dem die Bemühungen, Frieden zu schließen, mit Terroranschlägen verflochten sind. Vielleicht sind das die Geburtswehen am Ende der Tage, gemäß der Lehre des Talmuds. Und ein Hamburger Journalist schreibt im Blick auf den Terrorismus, was fehlt, ist der bessere Plan. Die neue Weltpolitik mit einer echten multilateralen Strategie zur Bekämpfung des Terrors. Es wird viel Zeit und vielleicht noch manchen Schrecken brauchen. Die Vereinten Nationen brauchen dafür eine neue, starke Autorität. Und die sucht man bereits. Und man kann sich das ja gut vorstellen, die Riesenkatastrophen, politisch Hürden, die man nicht mehr zu nehmen weiß, der Terrorismus, die Gefahr, Europa will sich immer mehr zusammenschließen. Ja, was fehlt, ist eine starke Hand. Und das haben die Europäer bei der Verfassung, die sie jetzt unterschrieben haben in Rom, haben die das auch gesagt. Die haben gesagt, was es jetzt noch bräuchte, ist eine starke Persönlichkeit, die diese Verfassung umsetzen kann. Stell dir mal vor, das sagen die schon. Das sagen die schon. Gesetzlosigkeit, moralischer Zerfall. Jesus sagt, weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Und Psalm 12, Vers 9 sagt, ringsum wandeln Gottlose, während Gemeinheit emporkommt bei den Menschenkindern. Sehen Sie, unsere Zeit, sind wir doch ehrlich, ich habe da auch jetzt einige Fakten, die ich vorlesen werde, unsere Zeit hat die Sünden Sodoms und Gomorras übertroffen. Warum sollten wir nicht darüber reden? Warum müssen wir immer den Mund halten? Warum müssen wir immer so tun, als wäre alles gut?
Natürlich müssen wir uns ermutigen. Natürlich gilt die Botschaft, Jesus vergibt die schlimmsten Sünden. Er vergibt, wer heute den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Aber die Sprache, seine prophetische Sprache über die Endzeit, die gilt eben auch. Und es ist eben nun mal ein heiliger Gott. Und wenn wir die Gerichte auch nicht verstehen, die Engelwelt versteht das. Es heißt in der Offenbarung Kapitel 15 zum Beispiel, da sagen die in Kapitel 15 bei der Einsetzung der Zornesschalen, groß und wunderbar sind deine Werke. O Herr Gott, du Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen. Wer sollte dich nicht fürchten, o Herr, und deinen Namen nicht preisen, denn du allein bist heilig. Das steht im Neuen Testament, das steht in der Apokalypse. Angesichts der Katastrophen der letzten Zeit, du bist gerecht, du bist Wahrheit, du bist heilig. Wer sollte dich nicht fürchten? Ja, das ist doch neutestamentliche Botschaft. Dostojewski sagt, wo Gott nicht mehr geachtet wird, ist alles erlaubt. Jemand anders sagt, die hemmungslose Blasphemie ist ein Sargnagel für unsere Kultur. Lesen Sie doch mal, was anerkannte Zeitschriften wie Facts oder Spiegel und so weiter, wie die mit Jesus umgehen. Die Bibel sagt, wenn der Jesus Christus wiederkommt im Judasbrief, dann wird er die richten, die so schlimme Worte gegen ihn gerichtet haben. Die ganze Medienlandschaft ist hier gemeint, unter anderem. Was über Film und Fernsehen heute geht, Václav Havel, der tschechische ehemalige Präsident, hat gesagt, zunehmende Gottlosigkeit ist mitverantwortlich für die derzeitigen globalen Krisen. Und jemand anders meinte, wir reden immer vom Fundamentalismus, von der Gefahr des islamischen Fundamentalismus, von der Gefahr des christlichen Fundamentalismus. Aber er sagt, der atheistische Fundamentalismus ist die größte Bedrohung unserer Gesellschaft. Davon redet keiner. Das ist auch Fundamentalismus. Stellen Sie mal vor, in den Niederlanden zum Beispiel ist jetzt erstmals offiziell bereits die Krankheit Alzheimer Euthanasiegrund. Offiziell. Aber das ist noch nicht alles. Dieser Tage neu. In den Niederlanden dürfen Kinder jetzt ab dem Alter von 12 Jahren auf eigenen Wunsch getötet werden. Und da schreibt ein hochrangiger Mann da, der dagegen ist, der sagt, das ist doch schizophren, was hier los ist in unserer Welt. Da dürfen Kinder ab 12 Jahren, die dürfen nicht wählen. Wählen dürfen die nicht, ist doch klar, oder? Zur Wahlurne gehen. Aber über Leben und Tod dürfen sie entscheiden. Und ein Journalist kommentierte, dass man sich im wahrsten Sinne des Wortes des Lebens in Holland nicht mehr sicher ist. Aber das betrifft jetzt auch nicht nur Holland, das ist nur Vorreiter, das hat bereits Einzug in allen europäischen Ländern. Und wie sieht es auf moralischem Gebiet auf? Darf man ja nicht drüber reden. Muss man ja schon aufpassen. Eheschließungen Homosexueller und deren Adoptionen von Kindern ist gesellschaftsfähig geworden und wird von den Staaten legalisiert. In den Medien heißt es, dass sich immer mehr Politiker homosexuell outen, weil dadurch gewinnen sie Sympathien unterm Volk. So weit sind wir schon. Wenn der französische Bürgermeister sagt, hurra, hurra, ich bin homosexuell, dann kriegt er mehr Wähler. Und in Berlin auch. Mit der rosa Stadtkarte, hier ein Artikel, mit der rosa Stadtkarte will Köln mehr Schwule und Lesben in die Stadt locken. Die Karte beinhaltet Vergünstigungen für Museen, Restaurants, Szenenclubs. Nach Angaben der Lesben- und Schwulenverbands in Köln ist fast jeder 10. Erwachsene der Stadt homosexuell. In Frankreich ist im Oktober 2004 der erste homosexuellen TV-Sender eröffnet worden. Pink TV. Ja. Es gibt einen parteiübergreifenden Konsens in der französischen Regierung, dass jeder Premier mindestens einen Homosexuellen im Beraterstab haben muss. Aber jetzt mal weg. Nicht nur Homosexuelle. Wir prangern in unserer Religiosität immer das Homosexuelle an oder die praktizierte Homosexualität. Man will ja nicht mal sagen, wenn einer homosexuell veranlagt ist, ist das ja noch nicht die Sünde, oder? Das kann ja sein. Das müssen wir einfach mal stehen lassen. Aber das Praktizieren der Homosexualität, das ist Sünde, das darf man nicht. Ja? Aber ebenso zum Beispiel Hebräer Kapitel 13, ich habe das dieser Tage, es ging mir so durchs Herz, ich sage Ihnen das, schon so oft gelesen, da sagt die Bibel,
denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Unzüchtige bedeutet unmoralisch leben oder sexuelle Verbindung zwischen Mann und Frau vor der Ehe. Ja, so heute. Da lacht man ja schon bald, wenn man sowas hält, oder? Ist doch gang und gäbe. Ehebruch wissen wir, außerhalb der Ehe. Und hier heißt es, denn Unzüchtige, die unmoralisch leben und Ehebrecher, wird Gott richten. Hör es. Sodom und Gomorra hat auch anders gedacht. Die Menschen zur Zeit Noahs auch. Genauso wie praktizierte Homosexualität Sünde ist und von Gott verurteilt wird, ebenso wird der praktizierte Ehebruch oder der Geschlechtsverkehr vor der Ehe von Gott verurteilt. Genau dasselbe. Aber da leben sogar Christen zusammen ohne Trauschein. Heute. Meide jeden bösen Schein, sagt die Bibel. Ja, wir haben aber keinen körperlichen Kontakt. Ja, das glaubt wird selig, ja. Also. Und selbst wenn sie keinen körperlichen Kontakt hätten, ist es verboten. Meide jeden bösen Schein, du darfst keine Ehe führen, auch nicht ohne Ding und so, ja? Wenn du nicht verheiratet bist, darfst du nicht zusammenleben. In Holland, ich war ja kürzlich in Holland mit Jonathan und da war ein Werbespruch für eine Hochzeitsbibel, eine neue Ausgabe einer Bibel in Holländisch und da hieß es dann, Hochzeitsbibel für Leute, die sich trauen lassen möchten oder eine dauerhafte Beziehung eingehen wollen. Ich habe gedacht, das darf doch wohl nicht wahr sein. Eine Hochzeit, es gibt schon eine Hochzeitsbibel für jemanden, der gar nicht heiraten will. Die einfach so zusammenleben wollen. Also wo sind wir denn hingekommen, verstehen Sie? Nach offiziellen Angaben der deutschen Polizei werden in der Bundesrepublik Deutschland jährlich 20.000 Kinder missbraucht. Die Dunkelziffer liegt viel höher. Die amerikanische Ärztekammer sagt, die amerikanische Ärztekammer, das ist die andere Seite von Amerika, Gewalt in jeglicher Form, von Mord bis zur Gewalt an Frauen und Kindern, ist heutzutage das Gesundheitsproblem Nummer 1 des Landes. Nicht mal AIDS. Immer wieder hört man von Pädophilie, Vergewaltigungen, sexuellen Missbrauch. Deutsche Psychotherapeuten schlagen inzwischen Alarm. Sie beobachten eine Häufung von Sexsüchtigen infolge des Internets. Und sie sagen, diese Psychologen sagen, die Sucht ist angelernt, nicht angeboren. Denn der Mensch wird süchtig dadurch und er wird in seinem Charakter verändert. Richard Price sagt in einer Zeitschrift Movieline, es gibt nur eine Sache, die stärker als Drogen ist. Filme. Wollen wir es mal wieder sagen? Filme. Nach einer Studie der Howard-Universität produziert Hollywood zurzeit mehr Sex und Gewalt als je zuvor. Und diese Produktionen werden für immer jüngere Menschen freigegeben. In Europa sieht es noch schlimmer aus. Man sagt, wenn ein durchschnittliches Kind, lassen wir uns das doch mal bitte wieder sagen und uns wachrütteln, wenn ein durchschnittliches Kind heute das 15. Lebensjahr erreicht hat, dann hat es im Fernsehen die gewalttätige Vernichtung von über 13.000 menschlichen Wesen miterlebt. Ja, das bleibt doch nicht ohne Folge. Die Bibel sagt in Jeremia 6, Vers 7, wie ein Brunnen sein Wasser hervorsprudeln lässt, so haben sie ihre Bosheit hervorsprudeln lassen. Von Gewalttat und Bedrückung hört man in ihr, Leid und Misshandlung muss ich beständig mit ansehen. Ist das nicht das Bild unserer Welt? Die Situation vor der Wiederkunft Jesu, die Weltsituation? Lesen Sie mal den Judasbrief. Der Judasbrief steht nicht umsonst vor der Apokalypse. Durch Film, Musik, Literatur, Theater wird unsere Gegenwart so überschüttet mit Katastrophen, Verbrechen, Sexualität und Horror, das Böse sprudelt regelrecht hervor. Jetzt bekommt schon eine österreichische Autorin bekommt den Literaturnobelpreis für ein Pornobuch. Eine 28-köpfige Männergruppe eines Bibelkreises legte ein Mann Zeugnis ab, wie Gott ihn von der Internetpornografie befreit hatte.
22 Anwesende gaben nachher zu, Pornografie vom Internet heruntergeladen zu haben und mit den gleichen Schwierigkeiten der Sucht zu kämpfen. Richte nicht den Finger auf andere, dann zeigen drei Finger auf dich und einer nach oben. Ne? Darum geht es nicht. Wir stehen alle in der gleichen Gefahr. Man kann nur beten, Gott bewahre. Bewahre uns einfach. Bewahre uns einfach. Wir sind verführbar. Und wir haben die Botschaft, der Herr vergibt es. Nicht leichtfertig möchte ich das jetzt sagen, aber das ist ja das. Wir können mit unserer Sünde zu dem Herrn kommen. Wir können sagen, Herr, hier habe ich gefehlt, hier bin ich ausgerutscht. Ich bitte dich, vergib es mir. Und er vergibt es ja. Er richtet uns ja wieder auf. Er nimmt uns ja bei der Hand. Er stößt uns ja nicht weg. Aber diese Not ist heute da, oder? Damit musste auch Lot fertig werden, ja? Oder Noah zu seiner Zeit. Und wehe denen, die verführen. Jesus sagt, es ist besser, dass ihnen ein Stein um den Hals gewickelt wird und sie werden in die Tiefe des Meeres geworfen. Ja, ich denke, ich muss hier schließen. Jesus sagt aber auch, das Evangelium erreicht alle Nationen. Ich habe es ja bereits erwähnt, 97% der Menschen sind heute mit dem Evangelium erreicht. Ja, können das Evangelium hören, auf allen Nationen, global. Aber zum Schluss, oder das finde ich auch noch wunderbar, in China werden jetzt Bibeln verkauft, ja? In Bulgarien sind 1,5 Millionen Schüler mit der Bibel versorgt worden. Unheimlich, was da geht. Jemand bemerkte im Blick auf unsere Zeit, die Welt gleicht einem Baum, an dem fast alle Früchte reif sind. Der Tag der Ernte scheint nah. Der Herr Jesus ruft in seiner Endzeitsbotschaft zu dreifachem auf. Er sagt, erstens, ihr aber habt Acht, siehe, ich habe es euch alles vorhergesagt. Zweitens sagt er, seht den Feigenbaum, der hat auch noch eine andere Bedeutung, und alle Bäume. Wenn ihr sie schon ausschlagen seht, so merkt ihr von selbst, dass der Sommer nahe ist. Also auch wenn ihr das seht, so merkt ihr, dass das Reich Gottes nahe ist. Also er sagt, wenn ihr seht, dass die Zeichen der Zeit sich so entwickeln, wie sie ich euch genannt habe, ja, dann wisst ihr, jetzt kommt der Sommer, jetzt kommt die Wiederkunft Jesu. Das ist, wie ihr an den Blüten der Bäume erkennen könnt, jetzt kommt der Sommer, jetzt kommt die Frucht. Ja, das ist damit auch gemeint. Und dann sagt er noch drittens, wenn aber dieses zu geschehen anfängt, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Ich wollte mit dieser Tagung nur das erreichen, dass wir das einfach einmal wieder neu vor Augen haben und mitnehmen. Vielleicht auch in unsere Gemeinden hinein. Es kommen viele hier in die Zionshalle, die aus anderen Gemeinden kommen, aus anderen Lokalitäten und so weiter. Und als Prägung vielleicht für dieses Jahr. Peter Hane hat noch gesagt, das zitiere ich auch noch, in einer Welt der schlechten Nachrichten ist die biblische Botschaft die gute Nachricht schlechthin. Und diese gute Nachricht lautet, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet. Ich will den ins Heil versetzen, sagt der Psalmist, der sich danach sehnt. Ich will den ins Heil versetzen, der sich danach sehnt. Wünschen Sie sich nicht das, sehnen Sie sich nicht danach. Ich möchte aus dem Reich dieser Welt, aus dieser Verführung, aus dieser Brutalität versetzt werden in das Reich des lieben Sohnes, Jesus Christus. Ich will den ins Heil versetzen, der sich danach sehnt. Ich wünsche mir das für Sie, für mich selber auch, dass diese Sehnsucht nach der Wiederkunft Jesu zunimmt. Dass wir nicht andere richten, aber dass wir einen klaren, definierten Blick haben von der Situation unserer Welt und auch von der Heiligkeit eines gerechten Gottes und dass Jesus Christus bald zurückkommt. Beten Sie dafür, dass er bald kommt. Gott segne Sie. Amen.